Hallo zusammen, es ist wieder Donnerstag, das heißt Sportflash-Fußball-Vlog. Und das in der Europapokalwoche, das heißt, wir gucken als erstes mal auf den letzten Champions League-Spieltag, werden kurz mal auf unsere drei Euro-Starter heute gucken und uns dann den gesamten fußballerischen Highlights des Wochenendes widmen. Mit ja, einer ganzen Menge interessanter Spiele international, ein paar Klassiker-Derbys und ja, und ein bisschen was in der Bundesliga. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Champions League. Aus deutscher Sicht die ganze Sache ja wohl nicht wirklich gut gelaufen, mit Ausnahme der Bayern, alle drei anderen verloren. Gut, man muss fairerweise sagen, Red Bull ist jetzt nicht wirklich die Überraschung in Paris gewesen, obwohl die sich eigentlich noch am besten geschlagen haben. Muss man fairerweise sagen, war ein enges Spiel. Ja, Dortmund, ich glaube, da kann der Marc mal was sagen. Schließlich hat er ja einen Ajax-Fachmann zu Hause. Ja, gut. Ich hab Spiel in voller Länge sehen dürfen. Ja, dürfen. War durchaus nicht zum Angucken. Und wenn du jetzt natürlich mit beiden Mannschaften nichts zu tun hast, muss man schon sagen, es war ein hochspannendes Spiel. Also das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe weder Sympathien für die eine noch für die andere Mannschaft. Und ich fand es hochspannend. Vor allem, wenn man überlegt, wie hoch gehandelt ja der BVB eigentlich ist. Und wenn du dir anguckst, wie konzentriert und einfach am Ende des Tages Ajax eigentlich den BVB komplett auseinandergenommen hat. Ja, das war Und eigentlich das man muss auch Überraschendste. ganz fairerweise sagen, rein theoretisch hätte es auch schon zur Halbzeit 5-0 stehen können. So, also der BVB ist so, so übel das klingt, ist noch mit dem blauen Auge davongekommen. Und ja, es war irgendwie überhaupt auch nach der Pause, das kennst du ja selber, dann, wenn irgendwas mal nicht klappt, dann kriegst du in der Pause irgendwie einen Anschiss, einen Rüffel, dann nimmt dich der Trainer richtig zur Seite oder gibt dir einen Einlauf. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es da alles nicht passiert, weil das ging ja in der zweiten Halbzeit so weiter. Ja? Bis auf der eine Lattenschuss vom Haaland. Aber Ja, also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass Dortmund so sich ein bisschen seinem Schicksal ergeben hatte. Also so irgendwo nochmal, ja, wie du eigentlich gesagt hast, es gibt nochmal in der zweiten Halbzeit einen Ruck, man geht nochmal raus, versucht nochmal was. Das habe ich alles ehrlich gesagt bei Dortmund nicht gesehen. nö, gab es ja auch nicht. Es gab, wie gesagt, am Anfang diesen Auftakt, wo dann auch der Ball an die Latte ging. Aber das war es dann auch. Und danach, och, gut, wir haben ja eh schon verloren. Ja, gut, sagen wir Und mal, da haben sich die Leipziger definitiv mehr gewährt in Paris. definitiv. Und Und wenn ich halt den Elfmeter zum 3-2 ehrlich gesagt wieder sehe, tut mir leid, also da schüttel ich wieder mal nur den Kopf. Also, und das mit Video, ich weiß nicht, was die da im, ist ja wahrscheinlich kein Kölner Keller, Pariser Keller oder wo, Genfer Keller oder der wo die auch immer Pariser sind. Keller darf es nicht sein in dem Fall. Ja. Also, Es könnte wohl, aber sagen wir mal so, eine Entscheidung sah schwer nach Pariser Keller aus. Also, es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, wie sie den Elfmeter geben. ja, aber ich glaub, der Jesse Marsch hat es danach im O-Ton irgendwo relativ gut gesagt. Naja, bei den größeren Vereinen wird sowas halt gepfiffen. Ja. Ja, am Ende des Tages ist es höchstwahrscheinlich so. Also es gibt keiner zu, aber wenn sich ein Messi fallen lässt, wenn sich ein Neymar fallen lässt, ist das was anderes als, sorry, als wenn du bei uns irgendeinen Spieler bei der Eintracht umsendest. Und ich Ja. glaube, so ist auch ein Bonus so, ah, das ist ja ein Spieler von PSG, wenn der sich so, dann ist das eher was als, wenn sich der, ich weiß ja nicht mal, wo RB Leipzig liegt, hinrollt. Ja. Ja, Ja, ich meine, gut. es ist eine, darf man so, glaube ich, laut gar nicht sagen, aber ich glaube, ein bisschen schwingt sowas immer mit. Also, Gut, dass dann. gewisse Spieler und gewisse Vereine einen ganz minimalen Bonus höchstwahrscheinlich haben. Gut, gestern, ich weiß nicht, also ich habe von Wolfsburg an überhaupt nichts gesehen, außer das Ergebnis.
Am Ende des Tages Salzburg verdient gewonnen. Und der junge deutsche Nationalspieler, Ja, der hat es wenn der 1-0 diese geschossen. Form, Ja. genau, der hat es 1-0 geschossen, aber wenn der diese Form hält und nächstes Jahr wirklich in die Bundesliga kommt, egal jetzt zu welchem Verein, ich habe keine Ahnung, ob zu Bayern, zu Leverkusen, zu Dortmund, der Verein, glaube ich, darf sich wirklich auf ein richtig, richtig großes Talent freuen. Wenn du dir anguckst, wie der den Ball, also sein Laufweg mit Annahme des Balls zum 1-0, sensationell. Sensationell, wie er den abgekocht hat und dann auch vor allem mit 19 Jahren dann die Ruhe lässt. Ich meine, mit Castells kommt ja nicht irgendwer da auf dich zugelaufen aus dem Tor. Das ist ja eine knapp 2-Meter-Schranke. Also, Ja, deswegen. gut, wie So. gesagt, Und ich meine, dann die bleiben ja Wolf. noch die Bayern und die Bayern haben das gemacht, was sie einfach machen, gewinnen. Punkt. Ja, Und zwar gut, verdient. das habe ich sogar ja auch gesehen. Also, waren ja eigentlich von Anfang an des Spiels hoch überlegen. Aber da war auch so am Anfang, habe ich gedacht, naja, mach die Dinger nicht rein. Ein blöder Konter und du liegst 1-0 hinten, da wird es gefährlich. Aber im Prinzip, ich hätte was gesagt, mit dem 1-0. Hat ja auch Benfica dann überhaupt keine Gegenwehr mehr. Da ging ja dann gar nichts mehr. Und ja, ich weiß nicht, der wievielte Auswärtssieg in der Champions League hintereinander es jetzt schon wieder ist. Aber die Performance der Bayern in Europa ist einfach sensationell. Ja, ich meine, auch da muss man mal ganz ehrlich sein, wenn wir auf die Fünfjahreswertung gucken, können wir uns bei den Bayern bedanken, dass es sie gibt. Ja. Weil ich meine, die anderen deutschen Vereine geben teilweise Punkte ab, wo du dann auch so denkst, oh, stimmt ja. Wie gesagt, Aber wenn ich. es wieder an den Verteilerschlüssel geht, da seid ihr groß dabei. Ja. Naja, es ist ja, wenn man wirklich sagt, gut, wie gesagt, ich nehme jetzt mal Leipzig wirklich raus, weil in Paris kannst du Wie verlieren. gesagt, Leipzig hat gegen PSG eine richtig geile Leistung geboten und ich bin Auch auch der Meinung, wir Dortmund, hätten das unentschieden man verdient. kann in Holland verlieren. Das wäre also sehr, sehr arrogant zu sagen, wir fahren nach zu Ajax und gewinnen da. Aber wieder die Art und Ja, Weise, wie aber sie es es geht ja begangen darum, haben. wie. Ja. Es geht ums Wie. Und also auch Wolfsburg habe ich ehrlich gesagt in Salzburg mehr zugetraut. Das sage ich ganz ehrlich. Also als jetzt relativ auch sang- und klanglos zu verlieren. Ja, aber jetzt sage ich dir ganz ehrlich, Wolfsburg ist ja jetzt seit ein paar Spielen in der Abwärtsspirale. Ja. Und ich meine, am Wochenende, um mal ganz kurz in die Bundesliga zu kommen, finde ich, wird ein Freiburg. interessantes Spiel. Da empfangen sie Freiburg. Ja, die sehr, sehr gut drauf Das sind. heißt, du hast Marc van Bommel gegen Christian Streich. Ja. Und ich glaube, der Mann da aus Freiburg, von dem ich nur die Hälfte verstehe, wenn er sich in Rage spricht, ich glaube, der hat jetzt schon sehr, sehr viele Gedanken im Kopf, wie er Wolfsburg auseinandernimmt. Ja. Also. Gut. Aber du wolltest jetzt zur Europa League, wie ich Ich dich wollte gerade kenne. sagen, ich glaube, wir bleiben noch mal einen kurzen Blick nach Europa. Geht ja jetzt auch gleich für die ersten zwei los. Union bei Feyenoord, also wieder ein holländisch-deutsches Duell. Mit ähnlichen Vorzeichen würde ich aber diesmal sagen, dass die Holländer klarer Favorit sind. Auf oder neben dem Platz? Sowohl als auch. Wie gesagt, ich halte zwar die Union-Jungs auch für gute Jungs, aber ich glaube, da sind die Holländer definitiv besser. So, und auf dem Platz. Ach, Auf auf dem dem Platz, Platz. ja. Gut, also sagen wir mal so, Union ist eklig zu spielen. Das muss man klar sagen. Definitiv. Und Feyenoord, lass mich nicht lügen. Platz 5 in der Liga oder 6? 5? Haben wir nochmal das Fachjournal. Ja. Und dann verrat 5, richtig. Ha. Sehr gut. Ich Ach kenne die Mann. niederländische Tabelle auswendig. Yes. Nee, aber trotzdem, man muss ja einfach von der fußballerischen Stärke, schätze ich, Feyenoord schon einen Hauch stärker ein. Aber ich glaube, sagen wir mal, wenn es die Unioner schaffen, wieder diszipliniert hinten zu stehen und ihre Leidenschaft auf den Platz zu bringen, dass vielleicht was drin ist. Ja, ein Unentschieden wäre ja schon.
Wäre schon was, Auch also. wer so unentschieden ist. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, warum er immer Siege fordert, aber ich bin immer noch der Meinung, auswärts ein Unentschieden, daheim gewonnen, kommst du souverän durch die Gruppe durch. Ja, schon. So. Gut, Dann fehlt dann ja jetzt noch ein Spiel, oder? jetzt zweite Parallel. Ach Dazu so, Betis gegen sind Bayern. ja Betis Sevilla gegen Leverkusen. Wo ich jetzt ganz knallhart sage, ist Leverkusen klarer Favorit und meiner Meinung nach nach dem Debakel vom Sonntag, wenn wir auch eine Leverkusener Mannschaft sehen, die ja sowas auf den Rasen bringen will, meiner Meinung nach auch kann. Und muss. Und muss, ja, auch da ein Ja. Unentschieden, wenn sie ein Unentschieden spielen und schlagen sie daheim, sind sie souverän Erster. Ja, trotzdem müssen sie diesmal was zeigen, weil Ja. noch einmal das Spiel gegen die Bayern, da haben sie sich aber sowas von vorführen lassen, dass jetzt, finde ich, einfach eine Reaktion da sein muss. Ja, gut. Und wenn wir schon bei Reaktionen sind, sind wir auch bei unserem letzten und dritten Vertreter der Eintracht. Nach dem desolaten Auftritt vom Sonntag, Samstag war es, ich habe es dann total verdrängt, nee, Samstag war es, ist ja eigentlich auch eine Reaktion Pflicht. Ja gut, komm. 21 Uhr, muckliges, verregnetes, stürmisches Wetter in Frankfurt, eigenes Stadion. Du liegst nur 2 Punkte hinter Piräus. Also, Ja, selbe eigentlich Gipsli. alles bereitet. Alles bereitet. Wie gesagt, auch da klare Reaktion. Schlechter kann es eigentlich nicht gehen. Gut, ich tue mir mit Piräus, mit der Einschätzung von Olympiakos ein bisschen schwer. Also in der Champions League waren sie eigentlich immer ein bisschen Schlappvieh. Die Aussagen ja vom Sportdirektor waren, sie wolle eigentlich dieses Jahr die Europa League gewinnen. Das eine ambitionierte Aussage, würde ich sagen. Hui. Aber sonst kann ich eigentlich wenig zu sagen. Ja, ich wollte heute eigentlich ganz kurz reinschalten, habe aber keine Zeit gehabt, weil der Giannis Amanatidis hat ja den Vergleich beim Matchday gemacht. Ich meine, der müsste es ja wissen. Ich meine, der kennt Frankfurt und als Grieche sollte er auch Ja. Griechenland kennen. Aber ich hatte leider keine Zeit, deswegen. Und die griechische Liga interessiert mich 0,0. Habe ich keinen Bezug zu. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie die Jungs sich alle schlagen. Also geil wäre natürlich wieder drei Siege, auch einfach aus der Fünfjahreswertung, aber darf man ja auch nicht vergessen. Gut, aber dann widmen wir uns mal schnell unseren deutschen Ligen. Irgendwo hast du ja angesprochen, eigentlich somit das Interessanteste ist Wolfsburg gegen Freiburg. Und ja, Ja, sagen wir mal, am Samstag. Am mir ist Samstag, dann auch ja. so Also aufgefallen, natürlich. ich finde die Konstellation halt schön, nicht nur, weil sie tabellarisch beieinander sitzen, sondern ich finde halt auch diesen Kontrast Marc van Bommel gegen Christian Streich halt da interessant. Dann Also. haben wir natürlich Bayern gegen Hoffenheim. Da haben sich die Bayern in Vergangenheit immer mal ein bisschen schwer getan, aber Ja, gut, ich glaube aber nicht, dann dass die hast du Bayern dann natürlich einfach auch. zwei Heimspiele hintereinander verlieren. Punkt. Dann hast du auf der Bank natürlich auch noch den Hoeneß, ehemaliger Bayern-Trainer oder Bayern-2-Trainer zumindest. Das ist noch spannend. Was gibt es denn sonst noch? Ja gut, der Sonntag bringt eigentlich die meisten über die interessantesten Spiele. Mit Aus Köln gegen Frankfurter Bochum. Sicht ist natürlich am Samstag noch Hertha gegen Gladbach interessant. Ja. Bobic oder Hütter? Ja. Gut, aber ich weiß nicht, ich bleibe dabei, Spiele mit der Hertha sind einfach kein Augenschmaus. Ich Nee, hatte aber. ja mal in einer vorherigen Telco erfahren, dass du anscheinend großer Hertha-Sympathisant Ja, bist. das war die allererste. Telco Nummer 1. Ich dachte, jetzt kommen da irgendwelche News mal, wenn ich es Nein, anspreche. wie gesagt. Nein, aber sagen wir mal so, Köln gegen Leverkusen könnte interessant werden am Sonntag. Auch wenn es die Kölner Ja. nicht gern hören. Es ist irgendwo eine Art Derby. Einfach, weil Leverkusen praktisch das Offenbach von Köln ist.
Also, Warum hören die Kölner nicht, dass nicht gerne, dass das ein Derby ist? weil für die das Derby gegen Gladbach ist. Ist so. Gut, wenn man, ja. Also wenn ich mal so Kilometer zähle, ist Leverkusen näher. Wie gesagt, Leverkusen liegt eigentlich ja direkt dran, aber gut. Aber gut, ich könnte den Leverkusenern auch noch was empfehlen. Absteigen und dann in der zweiten Liga gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Naja, gut, sagen wir Ja, mal so. gut. Sonntag hat ja dann noch auch die Unioner gegen Stuttgart. Ist eigentlich fußballerisch vielleicht ganz interessant, zumal so also die Stuttgarter wieder ein bisschen im Aufwärtstrend sind. Und dann haben wir ja zum allerletzten, zum Abschluss Abstiegskampf pur, Bochum gegen Frankfurt. So schnell kann es gehen. Wobei man Ja. einfach sagen muss, also das ist wieder bei der Eintracht, also die sollten es nicht verlieren, denn dann sitzen sie wirklich ganz tief unten drin. Ja, gut. Vielleicht kriegen sie jetzt irgendwann mal wirklich die Kurve. Also ich meine, ich habe der Pressekonferenz mit dem So zugehört. Also verbal hat das, glaube ich, wirklich für sich kapiert, was sie da gegen Hertha abgezogen haben. Und vielleicht kriegen sie es ja nicht nur verbal hin, sondern auch auf dem Platz. Ja. Das ist ja dann schon was. Ja gut, das wird man nachher schon sehen, wie das so aussieht. Ja, Aber wobei wie gesagt, ich bin Europa da, wie League ist gesagt, mir mir ist dann ein bisschen einfach unwichtiger als am Tabellen- Ende und die Punktetechnik Bundesliga. ist es nun mal, wir sind mittlerweile im Abstiegskampf angekommen. Und das, also da müssen sie am Sonntag auch es umsetzen. Also mit Hackespitze 1, 2, 3 wirst du in Bochum nichts reißen. Nee, da muss die Blutgrätsche her. In der Art. Zumindest die Einstellungsblutgrätsche. Gut. Gott, was ist denn eine Einstellungsblutgrätsche? Ja. Kannst du mal recherchieren. Alter, entweder trete ich dich vom Platz, aber ich denke dich nicht vom Platz. Also. Ja, du, vielleicht, du sollst dich, du sollst halt, ich denke, ich werde dich vom Platz treten. Gut. Einstellungsblutgrätsche. Ich habe noch mal so zweite Liga drüber geguckt. Durch die Enge gibt es natürlich eine ganze Menge interessanter Partien, ohne dass es also jetzt auch wirklich so die Highlight-Partie ist. Vielleicht auch wieder Keller Ingolstadt gegen Aue. Ist natürlich für Ja, gut. beide ein wichtiges Partie, aber Ja, von den ansonsten. Namen her finde ich das Interessanteste Schalke gegen Dresden. Schalke gegen Dresden ist interessant. Paderborn ist, glaube ich, gegen Hamburg. Ist natürlich Paderborn gegen Hamburg, auch im Nürnberg gegen HSV. Heidenheim. Ja, wie gesagt, durch die Enge der Liga hast du natürlich, sind es eine ganze Menge Verfolgerduelle. Der dann das gewinnt, ist natürlich ganz weit oben wieder dran. Das macht die Sache ja so spannend. Und am Sonntag hast du, glaube ich, auch noch Pauli gegen Hansa Rostock. Oh, das weiß ich Das jetzt ist ja nicht. quasi Nordderby. Und Pauli ist Erster. Ja, wie gesagt, da könnte auch was abgehen. Ja, du hast recht. Pauli Rostock. Ja, da ist auch die Sondereinsatzkommandos im Sportmodus. Denn das muss man ehrlich sagen, die zwei können sich also, glaube ich, überhaupt nicht riechen. Also. Ich könnte jetzt sagen, ich kann das verstehen. Ja, So. ganz wertneutral. Nein, gut. Ganz wertneutral, ich kann mich an 1992 in Rostock erinnern. Ja, ich auch, Ja. leider. So. Naja, so, dann dritte Liga, schnell drüber gehuscht, nichts wirklich super Nö. Spannendes, außer dass es halt wie immer eng ist. Der gewinnt, spielt um den Aufstieg, der verliert, muss nach unten gucken. Ja. So. Deshalb gehen wir mal in internationales Gewässer und am besten gleich mal rüber Spanien, denn das ist ja eigentlich dein absoluter Lieblingsverein.
Und muss man einfach auch sagen, wie gesagt, der El Clasico, und es gibt nur diesen einen. Alles andere ist Fake und es ist die Mutter der Fußballschlachten der zwei wohl weltweit größten Vereine. Ob Barcelona dazugehört, weiß ich jetzt nicht, aber der andere Verein schon. Der andere schon, ja. Ja gut, aber sagen wir mal so, sie sind in vielen, wenn man Follower, dieses ganze Gehype drumherum guckt, es sind halt schon die strahlenden Clubs. Und es waren Ja, eigentlich auch jetzt. immer recht interessante Spiele, wenn sie aufeinander getroffen sind. Wobei also man jetzt diesmal wirklich eins sagen muss, also Barcelona, naja gut, jetzt haben sie sich gegen Valencia gefangen, aber Real weiß ich nicht. Real ist für mich immer so ein bisschen eine Wundertüte im Moment. Aber dadurch, dass da ja auch in Madrid wahrscheinlich relativ bewusst ist, dass das ein Spiel ist, was man eigentlich nicht verlieren darf, denke ich mal, dass also dieser berühmte Kopf- und Mentalitätssache eigentlich bei beiden an ist. Definitiv. Und wenn man sich die beiden Kader jetzt mittlerweile auch anguckt, sollte jetzt nicht, weil ich Real-Fan bin, sollte Real das eigentlich machen. Also der Aderlass, den Barcelona da hinter sich hat, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ist völlig egal, ist schon immens. Und das merkst du auch im Spiel. Also, und Real ist dann doch positionell einfach besser besetzt. So, und in der Champions League haben sie jetzt auch für sich ein Highlight wieder gehabt. Deswegen ist das, glaube ich, diesmal nicht so der Klassiko, den du als Fußballfan sehen möchtest, weil ich glaube wirklich, dass diesmal eine Mannschaft einfach besser dasteht im Vorfeld schon. Ja, gut. Und es ist auch wieder die Sache, wenn Barcelona es verlieren sollte, dann wird es, was so Richtung Meisterschaft angeht, sehr, sehr schwer für sie. Ja gut, ich glaube, für Barcelona wird es sowieso sehr, sehr schwer, dieses Jahr um die Meisterschaft mitzukämpfen. Ich Ja. glaube, ein realistisches Ziel für Barcelona ist in dieser Saison wirklich nur Champions League-Plätze erreichen. Gut. Wobei, ich glaube, bei dem Schuldenberg ist es sogar ein Muss. Ah ja. Gut, dann einmal auf die Insel, die Mutter aller Derbys. Menu gegen Liverpool. Man U Liverpool. Früher in den frühen 80er Jahren eigentlich Auftakt zu wirklich wochenlangen Straßenschlacht. Auch die beiden Vereine, die sich überhaupt nicht leiden könnten. Das sind, ich glaube, der Top. Liverpool ist, glaube ich, mittlerweile wieder der mit den meisten Meisterschaften, gegen den der, glaube dann jetzt eine weniger hat. Also wirklich Ne, ich die glaube, zwei. die haben beide gleich viele. Ich glaube, Liverpool ist wieder durch die vom Klopp wieder eins vorgegangen. Nee, ich glaube, das mit der haben sie ausgeglichen. Gut, also müssen wir mal wirklich nachgucken, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nur, dass es also immer Reds gegen Red Devils im Prinzip die zwei erfolgreichsten englischen Mannschaften sind. Man liegt doch da oben relativ nah aneinander, sodass das eigentlich ja doch schon Herzblutspiele sind auf beiden Seiten. Definitiv, also. Wobei auch ich würde sagen, also im Moment würde ich wieder Liverpool als leichtem Favoriten sehen. Ja, Liverpool ist am Ende des Tages, glaube ich, eingespielter. Du siehst es momentan, dass der so gut Cristiano Ronaldo in seinem Alter auch noch weiterhin ist, aber du siehst, dass die Mannschaft ihn trotzdem erstmal finden muss Ja. oder mit ihm spielen muss. Und hingegen, wenn du dir die Dreiersturmreihe vorne bei Liverpool anguckst, die kennen sich einfach jetzt schon seit 3 Jahren. 4 Jahre? Ja. Also, Ja, mehr oder weniger seit der Klopp da ist. Die sind ja, ja und kurz deswegen, hintereinander ja, alle da sind gekommen. dann Automatismen da, die sie einfach mit dem Ronaldo noch gar nicht haben können. Ja. Also, deswegen glaube ich auch, Liverpool ist da im Vorteil und ich glaube aber trotzdem, dass anders jetzt als in Spanien, glaube ich, dass da mehr Spannung im Spiel selber drin sein wird.
Ja, deshalb hatte ich auch gemeint, leichter Favorit, weil Heimvorteil Manchester darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, es ist für die auch das Derby schlechthin, sodass also da wirklich viel, viel Feuer auch von Rängen kommen wird. Ja, gut, Soweit ich es meine, heutzutage in England überhaupt noch möglich ist, das muss man leider auch also sagen. du darfst auch nicht vergessen, beide haben auch noch ein Stadtderby in der eigenen Liga. Also Ja, Manchester aber spielt noch gegen City und Liverpool gegen Everton. Also das sind die Stadtderbys. Aber im Prinzip aus wenn man einfach diesen Derby-Begriff ja nimmt, wie er definiert worden ist von den Engländern, ist es halt auch für die das Derby schlechthin, weil, sagen wir mal so, bei Manchester hat sich in dem Sinn was geändert, weil die City mittlerweile der direkte Konkurrent wirklich ist, was er ja jahrelang nicht war. Aber Liverpool-Everton ist zwar auch Derby, aber da ist Everton eigentlich schon immer die Nummer zwei gewesen. Also zumindest in der näheren Vergangenheit. gut, weil in der Geschichte, Ja, und ich ich kann dir weiß. nur sagen, wenn das Merseyside Derby sich ankündigt, ist dort Krieg in der Stadt gewesen. Gut, wie gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut. Gut, dann Sprung nach Bella Italia. Wo? Ja, Spitzenspiele, Rom zwei gegen Spitzen. Neapel Ne, Rom, und Inter Neapel. gegen Juve. Ja, im Prinzip Neapel zieht immer noch ungeschlagen seine Kreise. Und Juventus ist eigentlich weiterhin, das hatten wir ja eigentlich letzte Woche schon, gut, da haben sie wirklich tatsächlich gegen Rom gewonnen, aber auch jetzt gegen Inter zum Siegen, um wieder ranzukommen zum Siegen, verdammt. Nur Inter kann sich eigentlich auch keine Niederlage leisten, sollte Neapel gewinnen. Also daher, da ist eine gewisse Spannung durchaus vorhanden. Und dann tobt da ja auch noch Lazio rum, da muss man halt auch mal drauf gucken. Und Bergamo ist irgendwo auch wieder mit dabei. Also, sodass da also wirklich eine gewisse Spannung auch im Kampf um diese Champions League-Plätze herrscht in Italien. Definitiv, wie gesagt. Ich glaube, die europäischen Ligen sind momentan alle noch sehr, sehr spannend. Ja, Also Frankreich ist ein bisschen Paris enteilt. Die sind in Marseille. Bin ich auch mal gespannt. Da wird es wahrscheinlich auch wieder relativ heftig knallen. Zumal bei der Olympik im Moment die eh ein bisschen Amok laufen. Und gegen Paris, man kann sich eh total gut leiden. Also ja. wird wieder wahrscheinlich etwas überschattet werden, das Ganze. Aber Ich meinte mit den europäischen Top-Ligen eher so Deutschland, England, Spanien und Italien. ja. Frankreich ist durch das, was da PSG macht, sowieso für mich eine One-Man-Show. Ja, Also, zumindest so meine, das von. ist löblich, was die anderen Vereine da machen, alles ganz toll, aber wenn ich mir angucke, wie die dort aufstocken, und ist auch völlig egal, was irgendeiner für ein Gehalt haben möchte, es wird gezahlt. Also, Ja. Kann da also fort. wenn die nicht Meister wären, dann haben sie echt ein Problem. Ja. Im Prinzip musst du halt einfach sagen, die Chance besteht da eigentlich nur, dass das Star-Ensemble sich intern durch Streitereien und Querelen selbst schwächt. Ansonsten ist die Meisterschaft eigentlich durchgebucht. Ja, sollte. Ja, gut. Also, Wie gesagt, gut, wenn die die Meisterschaft nicht buchen, dann weiß ich nicht. da ist ja weiterhin das große Ziel, Traum der Scheichs, die Champions League. Aber da sage ich dann wieder auch ganz ehrlich, naja, das wird auch dieses Jahr nicht ein Selbstläufer. Denn da sehe ich also international, wie gesagt, eine ganze Menge, die also durchaus da mithalten können. Definitiv. Ich meine, guck hoch auf die Insel. Ich meine, du hast da Chelsea, was die unterm Tuchel machen. Mit dem Geld vom Herrn Abramowitsch im Rücken ist, glaube ich, gut durchdacht. Gut, Pep Guardiola mit Man City, Das ist ja praktisch das Pariser der Gegenstück. wird sich wieder verzocken. Also. Die Bayern darfst du nicht vergessen, die vielleicht nicht mehr in diesem obersten Geldregal die Nummer 1 spielen, aber durch Zusammenhalt, durch das Gefüge in der Mannschaft
sehr viel wettmachen. Ja, also deswegen, ich sag Paris in der Liga, ja. Wenn sie da nicht Meister wären, dann haben sie ein gewaltiges Problem. Selbst als milliardenschwerer Scheich würde ich da mal hinterfragen, was da los ist. Aber Champions League? Nö. Ja, gut. Dann sind wir durch. Meinerseits. Ich habe gerade noch mal geguckt. Also steht bei den Deutschen überall noch 0-0. Gut für uns. Royal Antwerpen führt bei Fenerbahce. Das ist gut für uns. Ja. Du, Zweiter ist zwar jetzt nicht so gut, weil du dann halt mit dem Champions League-Absteiger nochmal 16-Finale spielen musst, aber zumindest nach hinten erstmal absichern. Alte Trader-Regel: erst sichern und dann gewinnen. Gut. Da hast du völlig recht, aber ich sage es nochmal ganz klipp und klar: am Ende des Tages ist mir für die Eintracht die Europa League ein bisschen egal. Ich will, dass wir in der Liga bleiben. Ja. Das ist das, wie gesagt, das ist eigentlich immer Grundvoraussetzung von allem. Aber ja, da bin ich also, sagen wir mal so, auch wenn es wirklich grausam war am Samstag, gute Hoffnung, dass das vielleicht dem einen oder anderen auch im Kopf jetzt mal die Augen geöffnet hat. Wie gesagt, auf der Pressekonferenz der So verbal hat er es, glaube ich, verstanden. Gut. Schauen wir mal, was. Um 21 Uhr geht's los, wir werden es sehen. Gut, so, wir sehen uns am Dienstag wieder, wenn es heißt Dienstag-Vlog mit dem Thema in Deutschland Randsportart, international oder in anderen Ländern absolute Top-Sportart. Wir werden einen Blick auf verschiedene Länder mal werfen. Am Montag gibt es wie immer unseren Sportflash-Telco mit, ja, Blick auf unsere Seite, Blick in die Welt des Sports. Gut, ich habe Blick auf Sabine. Wir müssen mal gucken mit der Sabine. Das Skyliner-Spiel gegen Bayern München, sollte jetzt Bayern da auch verlieren, dann ist er wieder nicht dabei. Und ja, und am spätestens, wenn ihr euch nur fürs Fußball interessiert, sehen wir uns am Donnerstag wieder mit unserem Fußball-Vlog. In dem Sinn, habt eine schöne Woche und bis dann.